Heute ist Sonnenwassertag. Mit diesem Satz eröffnete Marianne Grütjen heute Morgen die Facebook-Seite ihres Ateliers Mary's Art. Denn heute ist der zweite Workshop-Tag. Insgesamt 12 Workshop-Teilnehmerinnen malen jeweils ein Bild zum Thema sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht bzw. zum Thema Sonnenwasser. Natürlich kommt auch ein Werk von der Atelierbetreiberin selber dazu und noch ein gespendetes Bild vom Künstler und Grafikdesigner Brad Shaw. Am 3. November 2013 werden alle Bilder im Lindner Park Hotel Hagenbeck in einer großen Auktion ab 17 Uhr versteigert. Natürlich kann man sich die Bilder in der Zeit von 11 bis 17 Uhr an diesem Tag vorher noch in aller Ruhe anschauen. Und der Erlös dieser Aktion und dieser Auktion geht zu 100% an Sonnenwasser e.V., an die Aktion Sonnenwasser. Also save the date. Am Sonntag, den 3. November 2013, im Lindner Park Hotel Hagenbeck in Hamburg, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Bilder anschauen und ab 17 Uhr die Bilder ersteigern. Wir sind heute hier im Atelier Mary's Art und schauen uns einmal an, wie die Künstlerinnen denn so an ihre Motive herangehen und was hier so alles gemalt wird. Die Stimmung ist ausgezeichnet, sie kann gar nicht besser sein. Wir haben Sonne im Herzen, wir malen für Sonnenwasser und sind alle ganz glücklich, dass wir dabei sein dürfen. Ach, man ist so selbstverliebt, ne? Ich bin Nicole Behrens und ich mal für Sonnenwasser. Ich habe hier in diesem Atelier über dieses Projekt erfahren, war völlig begeistert. Und finde es super klasse, dass ich mit meinem Hobby was Gutes tun kann. Ich bin Christine Suchi und muss mich jeden Tag zwischen Helfen und Malen entscheiden. Wobei das Malen immer viel zu kurz kommt. Und als Marianne um die Ecke kam, doch mit Malen helfen zu können, habe ich gesagt, oh ja, das ist meins. Mein Name ist Ursula Zichon und ich male für Sonnenwasser, weil ich der Meinung bin, dass alle Menschen Recht auf saures Wasser haben. Die Motive sind in der Tat sehr unterschiedlich. Jeder hat sich was anderes ausgesucht, was er mit dem Thema Sonnenwasser oder Amazonas oder Kinder oder Wasser überhaupt verbindet. Aber es soll ja auch nicht einfach sein. Wir machen es uns nicht einfach und jeder gibt sich wahnsinnig viel Mühe, ein wunderschönes Bild zu erstellen. Und ich glaube, es gelingt.